Hallo und willkommen zurück zu Anno 1800. Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Vergiss nicht zu abonnieren, dann verpasst du auch nichts mehr. Und weiter geht's mit unserer ersten Kriegshandlung. Ich glaube, dass wir die nicht überleben werden, wenn ich ehrlich bin. Aber wir haben ja noch 25 Minuten Zeit, ne? Vielleicht fahren wir kurz weg. Oder gehen einfach kaputt. Oh nein, jetzt sind wir kaputt. Ist doch nicht sein Ernst. Guck mal, wie viel Energie der hat. Der hat nichts mehr. Auch die alte Dame ist verlassen. Ah, und das ist unser Handelsschiff. Okay, die machen jetzt einfach weiter. Er wartet, bis das Lagerhaus da frei ist. Und wir gucken mal schnell, dass wir ein neues Schiff machen. Wir haben nämlich nur noch 25 Minuten Zeit, dieses eine Schiff kaputt zu machen. So, wo sind denn die Bilder? Ah, danke schön. So, Trefferpunkte, super gut. Trefferpunkte. Aber das ist doch so teuer. Aber ich habe gar kein Geld. So, warte mal. Ich glaube, der war es aber, ne? Kanonen, 15. Es wäre aber schön, wenn mein Schiff fertig ist. Oh, unsere Attraktivität. Annehmliche Hafenstadt. Das ist die hier gerade. Die Menschen lassen sie hochleben. Hui, ein Stadtfest. Wo denn hier? Ah, hier. Hier ist richtig Party. Also, die mögen meine Insel. Und wenn man raus und rein zoomt, ruckelt's. Ah, ich weiß, warum, woran es liegt. Warte, Sekunde. Ah, jetzt schon besser. Peter, du darfst nicht voll rendern mit deinem Rechner. Ich würde Sie nicht danach fragen, wenn ich nicht wüsste. Eine Rätselaufgabe. Okay, bin gespannt. Was? Finden Sie alter Harold. Das ist immer geil. Man klickt dann an und sagt dann. Mist, doch nicht. Ich dachte, man geht direkt drauf. Der Kollege dieses Arbeiters scheint seine Gewerkschaft einen Haufen Ärger zu bereiten, indem er falsche Tag protestiert. Achso, ich soll eine Ein-Mann-Protestgebung auflösen. Können Sie mir Ordnung ins Chaos zu bringen? Was soll ich machen? Eine Lieferaufgabe. Ja komm, ich nehme alles. Kälte weicht der Wärme. Ah, jetzt haben wir viele Quests. Muss auch mal sein zwischendurch. Wir können nicht nur bauen. Wo soll der denn sein, der Mann? Okay, der eine ist irgendwo am Protestieren an dem falschen Ort. So groß ist die Stadt ja auch nicht, ne? Da ist Party gerade an der Ecke. Ansonsten, ja, die Frage, boah. Ist halt die Frage, wo der jetzt ist, ne? Harold, wo bist du? Ich meine, solange das Schiff nicht vom Stapel gelaufen ist, können wir eh nichts machen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, diese Quests sind einfach da, um einen vom Bauen abzuhalten. Macht das Sinn? Ich meine, klar, gibt immer ein bisschen Geld, ne? Ja, wir lesen nochmal. Er möchte, dass sie ihn finden und seine Ein-Mann-Protestkundgebung diskret auflösen. Ja, wahrscheinlich muss ich mit meiner Hand von oben draufklicken. Also auf dem Marktplatz ist er schon mal nicht. In dem Wirtshaus auch nicht. Werden wir etwa übersehen? Das ist er aber nicht, ne? Ne, ne, das war der, der den Auftrag erteilt hat. Alter. Komm schon, wo bist du, Mann? Da muss doch einer sein, der irgendwie aus der Reihe tanzt. Keine Ahnung, der irgendwo draufsteht oder irgendwie Party macht. Und am besten irgendwo an einem großen Gebäude. Ich weiß es nicht. Ja. Ich habe jetzt eine Ladung aufgenommen. Gut. Aber wo ist denn die Ladung? Schnell hier ablegen, ey. Ich muss erstmal das Schiff bauen. Drück die einfach, ach so, weil da ein reguläres Schiff hingefahren ist. Was ist das denn? Da fährt einfach ein Schiff hin und die drückt ihm das in der Hand so. Ich meine, machen Paketboten auch, aber trotzdem. Spielstand gespeichert. So, jetzt aber, wo denn? Hallo. Ich hasse den Harold. Wir können doch nicht eine Folge den Harold suchen. Das ist ein neues Format, findet Harold. Hier. Auch nicht. Gibt es da einen Trick bei? Der muss irgendwo protestieren. Aber wo protestiert denn Harold? Warum ist die Insel denn so groß? Wo ist Harold?
Hier vielleicht. Hier ist das Fest. Fährt nochmal zurück. Okay. Okay. Bestimmt voll einfach und alle machen Face. Oh, Vögel. Oh. Komm schon. Da war jetzt irgendwie. Warum ist der manchmal eine Lupe da und manchmal nicht? Da. Ich weiß es doch nicht. Da war sie wieder. Unsere Lupe. Vielleicht muss er nicht so hektisch suchen, sondern. Ist diese Form der Selbstlosigkeit angemessen? Hä? Warum schenkt ihr mir denn Geld? Ich habe ihre Auftrag doch noch gar nicht gemacht. Wo ist denn mein Schiff eigentlich? Ich habe nicht mehr so lange Zeit. Oh, ist gleich sogar fertig. Das ist ja mal super cool. Oh, das sollten wir mal upgraden einmal. Hab keine Scheu davor, nochmal nachzufragen. Ja, gib mir doch mal einen Tipp, Alter. Wie sieht der denn aus? Was macht der denn? Wo hast du den denn zuletzt gesehen? Ganz halt nur so am Meckern. Okay, hier endet glaube ich die Parade. An dem, die spawnen da vorne. Schiff vom Stapel gelaufen. Oh. Okay. Leinen los. Feuerholz sammelt man. Ist der das? Nee. Wo ist mein Schiff? Ah, hier. Fahr doch mal zurück, du musst laden. Okay, wir müssen jetzt kurz mal das Schiff. Offensichtlich, dass wir es jetzt haben. Jetzt will gerade jeder was von mir, ne? Okay, lektorieren. Wie immer. Mehr Geld. Das sollte Sie ablenken von. Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Ja, komm, fahr jetzt mal dahin. So, jetzt können wir einmal dieses geile Buch nehmen. Segel setzen. Das ist die Frage, können wir das früher abgeben als gedacht? Blankes Leuchtturm. Fahren wir erstmal zum Leuchtturm. Ja, und dann gehen wir quasi auf Kriegsführung. Jetzt, wenn das auf dem Weg gewesen wäre in die andere Richtung, hätte ich das erst gemacht. Aber so macht es auf jeden Fall mehr Sinn. Ey, dieser Harold, ne? Bringen Sie ihn zum Schweigen. Und sein schlechtes Gehör kostet uns den Ruf. Wenn ich Harold heißen würde, wo würde ich protestieren? Hier bestimmt, auf dem Spielplatz. Scheint wohl nicht. Ich habe eindeutig so viele Straßen gebaut. Na, aber wir können ihn bestimmt finden. Bestimmt können wir ihn finden. Hier nochmal absuchen. Da ist keiner. Hier ist kein Harold. Bringen Sie frohe Kunde? Wie süßer Regen nach langer Dürre. Ah, sehr gut. Die habe ich befriedigt. Okay. Und jetzt fahren wir nochmal woanders hin. Ah, hier Leuchtturm. Auf die alte Dame ist verlassen. Und wen soll ich kaputt machen? Zerstören Sie die Fregatte. Oh, die repariert sich gerade. Aber langsam nur. Aber schaffen wir. Gerade hat man eine volle. Oh, die geht aber schnell hoch. Es ist nicht lang her, da hätte ich das selbst erledigt. Eine Abholaufgabe. Ja, ich muss da eh hin. Dich, wenn du damit fertig Boah, eine bist. Questfolge. Wollte ich schon immer mal machen. Aber die Frage ist immer noch, wo ist Harold? Das ist einfach so kacke, ne? Alter. Wir können ja in der Zeit mal was Produktives machen und vielleicht mal ein paar Steinstraßen hier reinbauen. Pflastersteine.de. So. So, und 480 plus haben wir immer noch. Super wenig.
Ich meine, wenn man neue Straßen baut, dann achte man in dem Bereich natürlich besonders drauf, ne? Aber bringt das ja dann auch nicht. Vielleicht ist halt auch ein Hafenarbeiter. Vielleicht aber auch nicht. Oh ja, ich dachte, da wäre er. Achso, die Lupe kommt, wenn ich zoome. Ah. GG, Peter. Hat ein bisschen gedauert, aber hat funktioniert. Volles Lager, okay. Holzfäller. Komm, Leute, erstmals der Protest auf einem Feldweg nicht so cool. Gebt da mir bestimmt recht, ne? Dann machen wir hier nochmal eine Steinstraße. Jetzt hat die schon wieder zu weit gebaut. Die ist gleich wieder voll. Ah, ne, doch nicht. Ich dachte gleich so, komm da an, die ist wieder voll, wieder kaputt. Und dann wieder so von neu. Ah, noch eine Fregatte bauen, alles klar. Ich gebe gleich auf, aber ich möchte Harold finden. Ich meine, wir machen an dem Bein noch was anderes. Ist ja nicht so, als ob wir nur Harold finden wollen, ne? Hier kommen jetzt eine Kapelle, die machen richtig Party gerade. Ich hätte gesagt, hat er es hier, der auf dem Tisch tanzt. Aber der scheint ja nichts zu hören. Ich bin unvollendet. Zufriedener Handwerker, er möchte gerne eine Dose essen. Schiff unter Beschuss. Oh, geht los. Warte noch einen Blick nach Harold. Ich würde gerne so einen Knopf haben, dass alle Leute nach Hause gehen müssen. Dann würde nur noch Harold da sein. Und man hat mir geschrieben, ich weiß nicht, ob das stimmt, wenn man quasi Steinstraßen hat, erweitert sich die Reichweite von den Gebäuden. Ist das so? Ich meine, macht ja irgendwo Sinn, weil die Leute nicht mehr so lange dahin brauchen, aber ist das so? So, warte, wir gehen nochmal hin hier. Oh, ist kaputt. Ah, da, guck mal. So, da bergen wir jetzt mal. Hab ja auch gar nicht mehr so lange Zeit, ne, den Harold zu finden. So, ich habe jetzt hier so ein paar Beweise der Zerstörung. Einfach so ein Stück Schiff. Und dann, ah, das ist Beweis genug für mich. Holen Sie Treibgut. Boah, nur noch 12 Minuten. Aber egal, ich hole mal das Treibgut jetzt. Fahr dann dahin weiter. Kann ich hier Routen anlegen? Kurs gesetzt. Die Waffenruhe wurde beendet. Nee. Also kann man vielleicht schon, aber ich kann's nicht. Nein, er hat Gegenwind. Okay, warte, wenn Wind in die Richtung ist, dann sollten wir das anders machen. Dann sollten wir erst hierhin fahren, weil das einmal voll weit weg ist. Und danach sollten wir mit Rückenwind das Treibgut holen. Da muss man auch drauf achten, die Schiffe sind da super langsam. Ja, also eigentlich haben wir nur die Stadt ein bisschen abgegradet. Ein paar Lagerhallen neu gemacht. Hier ein winziger Sapling. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Verwendbar für Schiffe. Okay, das ist ja klar. Das kann man auf Schiffe stecken. Ich meine, in manchen Häusern sind auch schon ein paar Sachen drin. So. Nee, komm. Das ist eine Quest. Die lassen wir jetzt einfach auslaufen, ne? Ich meine, ich hätte ihn jetzt wirklich gerne gefunden. Aber ich finde den ja nicht. Er ist einfach verschwunden. Oder schreibt einfach mal rein, wo ihr den gesehen habt, wenn ihr den gesehen habt. Der Laden läuft. Fröhlicher Arbeiter. Okay, cool. Ich hätte ja wirklich gesagt, an so einem Platz oder so, weil da halt die meisten Leute sind. Also würde auch am meisten Sinn machen, anstatt einfach an so einer Straße zu reden. Und hier vor der Feuerwehr. Ich weiß ja nicht, wo der protestiert. Vielleicht arbeitet er da irgendwo an der Seite.
Nee, der ist einfach nicht mehr da. Der ist einfach nicht da. Hier. So lässt sich's aushalten. Und eine Frau, die den Karren fährt, Mann. Feuerwehr ist auf Bereitschaft. Ja, irgendwie nicht. Okay, bauen wir hier nochmal ein bisschen rum. Wenn wir schon mal dabei sind. Machen wir hier nochmal alles zu Stein. Parade ist aber lange, ne? So. Ich glaube, die war jetzt so die ganze Folge über so. Die Stadt feiert sie und hört nicht mehr auf. Die wollen einfach nur nicht arbeiten. Ja gut, jetzt haben wir eine Runde lang Fregatten zerstört, Quests gemacht, kaum gebaut. Ja, ich habe den Herald gefunden. Guck mal, da ist er. Alter, der war hier gerade. Und der war eigentlich sehr deutlich zu erkennen, wenn man einmal irgendwie einen Typ mit einem Plakat gesucht hat. Stand ja auch da, aber okay. Kann man nichts machen. Wir gehen jetzt gleich hier noch die Quest ab. Neue Befehle, Admiral. Ja, mega Gegenwind, ey. Ich hoffe, die schafft das noch. Der Muschelfischer. Und während wir das machen, können wir mal ganz kurz auf der anderen Insel nochmal lunzen. Die total überladen ist. Und hier würde ich ganz gerne mal das ein oder andere fertig bauen. Und vor allen Dingen, kann man die nicht alle gleichzeitig anlegen? So? Wäre voll gut so. Verkaufe 75% immer so nach dem Motto. So, Fisch noch. Dann Kleidung wird bei 50 verkauft. Schnappes. Ah ne, warte, der wird nicht verkauft, ne? Der wird eingelagert. Genau, jetzt weiß ich wieder. Stimmt, wird eingelagert von der anderen Insel aus. Der Verbrauch ist also gering. So, Wurst haben wir. Brot wäre noch ganz geil auf der Insel. Können wir hier Brot anbauen? Ja, wir können hier Brot anbauen. Machen wir hier eine Brotproduktion. Brotuktion. Boah, war der schlecht, Mann. So, eine Brotuktion machen wir einmal hier hin. Das sind Getreidefarmen. Ah, das geht ja auch, lol. Okay, alles gut. Musste gerade mal was ausprobieren. Ich dachte, das geht nicht, wenn man die in der Hand hat mit mittlerer Maustaste. Geht aber doch. Finger sind halt noch ein bisschen krumm dann. So. Ein Feld. Dann noch ein Feld. Will ich grad, wir machen, glaube ich, nach hier. Da kommen wir gar nicht hin. Cool. Spielstand gespeichert. Und noch drei. So, die brauchen eine Minute. Dann kommt die Mühle. Wie die immer noch da ist. Ja gut, je nachdem, wo der Wind herkommt, ne? Die braucht 30 Sekunden. Zwei Stück. Eins, passt. Und dann kommt der Brotmann, Bäckerei. Die Bakery, mach mal dahin. Und, macht zwar gar keinen Sinn, aber ich mache hier mal eine Straße hin. Einfach für die Optik. Und den graden wir mal ab. Na, sollte auf jeden Fall so gehen. Jetzt haben die Jungs gleich Brot. Das heißt, sie zahlen auch mehr, hoffentlich. Und wir machen hier mal des Weiteren mehr coole Arbeiter. Zahlungskräftige Arbeiter. Nur nicht zu viele. Aufstieg nicht möglich. Wir haben kein Holz mehr. Da. Oh, bringen Sie frohe Kunde. Ja. Überaus reizend. Da, das wäre es jetzt gewesen. 4 Minuten hätten wir noch gehabt. So, jetzt rast das Schiff nochmal eben dahin. Sollte jetzt aber schneller vonstatten gehen, weil der halt... Als erster Adjutant, kann ich das kaufen? Bin ich äußerst aufmerksam.
Der geringste Anfang. Bitte, vor, wenn Sie angemessene formulieren. WTF? Was will er denn? 8,5. Könnte ich kaufen? Habe ich. Naja, lass ich mal. War cool. Oh, ich wollte schon sagen, dachte, ich habe jetzt so einen Bug. Guck mal, wie schnell das Schiff jetzt ist. Der Wahnsinn einfach. Okay, wir brauchen aber noch mehr Geld. So, die Insel wird wirklich nur... Ne, wird nicht, weil ich hier Schnappes herholen muss. Vielleicht machen wir die Insel zu dem. Kann ich jetzt Schnappes anbauen? Ne, kann ich gar nicht... Doch, Kartoffeln kann ich. Okay, alles gut. Dann machen wir das zu unserer Geldinsel. Hoffentlich. So, was haben die denn? Die haben alles, was sie brauchen. So. Mehr Leute, mehr Geld. Warum sind die denn unzufrieden? Können fest... Also, glückliche Einwohner. Ja, die haben wir ja nicht. Glückliche Einwohner sind ja nicht vorhanden gerade. Ach genau, Lehm brauchen wir. Jetzt weiß ich wieder, was hier abgeht. Jetzt gibt es hier keine Lehmgrube. Alter, wie cool ist das denn? Ich brauche aber Lehm. Warte, dann machen wir Folgendes. Gewerkschaften, das ist... Zum Schluss werden wir noch eins tun. Und zwar... Ich muss gucken, wo das war. Die Handelsroute weitermachen. Hier, Routen. Okay. Da. Pass auf, du fährst daher und dann fährst du noch hier hin. Da. Genau, weil die kein Lehm haben. Oh, du fährst im Kreis. Cool. Und nimmst in Capillae noch ein bisschen, noch ein paar Steine auf. Ja, nicht alle. Vielleicht immer so 20. Wird geladen. Warum ist das so? Die Ware wird nie entladen. Achso, das ist. Oh mein Gott. Bei 3 bitte entladen. Ey, voll gut. Jetzt, ne, kommt das so rum. Okay, annehmen. Ausgezeichnet. Wir haben eine neue Route aktiviert. Das heißt, sie bekommen jetzt Steine von einer anderen Welt, vielleicht. Okay, ich würde mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder im nächsten Teil. Das wäre jetzt mehr so eine Questfolge, aber muss auch mal sein. Die Quests warten ja nicht. Und haut rein, bis zum nächsten Part. Warte, den schicken wir noch weg. Wohin soll er? Hierhin. Okay, tschüss.